Da muss ich mal die 15-Grad-Linie noch mit reinziehen, zwischen 15 und 20, später wieder um und über 20 Grad. Sehr viel Niederschlag lässt ab dem 5. August ein bisschen nach. Im Osten ist es deutlich wärmer mit 20 bis 25, dann um die 20, später wieder 20 bis 25 Grad. Da kommt ein Niederschlagsblock jetzt vom Wochenende bis dann zum nächsten Wochenende. Danach lässt das Ganze ein bisschen nach, ist auch nicht so schlimm. Und im Süden Regen, Regen, Regen und nochmals Regen, wenige Tage dazwischen. Und mal wärmere, mal kühlere Temperaturen. Da wogt mal oder schwappt die Warmluft aus dem Mittelmeerraum über die Alpen zu uns und wird dann wieder von der Nordmeerluft verdrängt. Sieht man hier sehr schön. Wir gehen nach Luzern in die Schweiz. Da kommt die Hängematte der Temperaturen. Kaum eine Chance auf Mittelmeerluft. Hinten raus mal wieder Werte dann von Richtung 20 Grad und auch hier Regen ohne Ende. Und zu guter Letzt ein Blick dann nach Wien. Noch mit die wärmste Ecke in Mitteleuropa. Temperaturen zwischen 25 und 30, dann um die 25.